Oh yeah. Hey, ich bin derselbe Dominik wie aus dem letzten Video immer noch von Backhunter Expeditions. Und ja, kleiner, diesmal nicht spontaner, sondern diesmal war es tatsächlich ein geplanter Ausflug. Komm her, Elinchen. Es wird diesmal ein bisschen was anderes werden als letztes Mal mit dem Regen und der Packstation. Die einzige Gemeinsamkeit ist, dass wir leider wieder zur Packstation müssen. Aufgrund, wir kennen das ja, die Dummheit wird nicht weniger auf unserer Welt. Ja. Und wer einmal dumm ist, der bleibt es in der Regel leider auch. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich muss mir was einfallen lassen, weil so geht es in jedem Fall nicht weiter. Ich kann ja nicht jede Woche dreimal diese eben lange Tour von über 20 Kilometer machen für eine Sendung im Wert von 1,70 Euro. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Steht in keinem Verhältnis mehr. Wollen wir nicht rumjammern? Heute mal ein bisschen Sonne. Ha? Das ist, erfreut uns ja. Und es wird jetzt auch nicht so radikal dynamisch werden, denn wir brauchen ein bisschen Ruhe. Und zwar alle beide. Ich habe in den letzten Tagen ziemlich viel, eigentlich zu viel am Rechner gemacht, online. Das ist nicht gesund, wie ich dann wieder für den Rücken festgestellt habe, weil mir der Ausgleich fehlt. Deswegen habe ich heute, muss ich mal rumjammern, leider Rückenschmerzen. Und Eli hat schon seit einigen Tagen durch halt nämlich die zu starke Belastung der Fahrerei bzw. Rennerei auf Asphalt. Das ist überhaupt das Hauptproblem. Fängt er dann irgendwann an, an seiner Achillesferse sozusagen, die er hat, der eine Vorderlauf. Ja, der hat mal irgendwann etwas Schweres abbekommen. Gehen wir mal im Hundevideo drauf ein. Und wenn irgendwo eine Überlastung ist, ist das der neuralgische Punkt und daran sehe ich dann auch, da müssen wir runterschalten. Ja, ich weiß aber auch, dass es nicht gut ist, wenn er die ganze Zeit nur rumliegt und nichts macht. Das sehe ich dann auch, weil dann geht er mental runter. Er hat nicht die Freude, den Spaß, die Abwechslung, die er wieder braucht. Und das ist auch wieder nicht förderlich für eine Heilung. Da wisst ihr ja, ne? Es müssen immer beide Aspekte irgendwo passen. Und das ist dann meine Verantwortung, das Ganze abzuwägen. Und da wäre jetzt das Ziel, dass wir heute, ich suche überwiegend Ackerwege raus. Ich wollte jetzt eben schon ein bisschen Acker fahren. Dummerweise, das passt jetzt natürlich heute mal wunderbar, hat der Bauer hier auch, wühlt gerade auf, also furcht und eckt. Und hat aber gleichzeitig auch gegüllt. Und die Äcker sind nicht nur kontaminiert, ich bräuchte eine Atemschutzmaske, um darüber zu fahren gerade. Das ist ja widerlich. Ja? Das trägt dann natürlich auch nicht zur Heilung bei, weil da sind natürlich alles Salmonellen verseucht. Mal warten wir ja zumindest schon mal. Ja? Kann ich den auch nicht laufen lassen. Ja? Aber was ihr jetzt zumindest mal seht, und das ist der Hauptgrund, warum ich überhaupt die Kamera mitgenommen habe, denn ich wollte euch nicht langweilen, sondern ihr habt das jetzt in vielen Videos immer gesehen, dass ich mit Ila hier mit der Antenne fahre. Die habe ich natürlich nicht immer gehabt, ja. Ich glaube, das mit der Antenne mal jetzt seit 2 oder 3 Jahren, ja. Und nach wie vor aber nutze ich immer noch die Leine, ganz normal. Mindestens auf Abenteuertouren. Das heißt, wenn wir im Ausland unterwegs sind und ich mache mit Eli irgendwo mehrere Tage mit dem Fahrrad durch den Busch, dann ist das vorne so vollgeprallt und allen möglichen drum, dass ich das mit der Antenne in der Regel nicht mache, sondern ganz normal an der Leine laufen lasse. So wie ich es jetzt hier auch mache. Und das wollte ich euch einfach mal zeigen. Ja, Ila, setz dich ruhig hin. Wollte ich einfach mal zeigen, dass das praktisch genauso geht. Das heißt, einhändig mit der Leine zu fahren, ist natürlich der Nachteil, dass ihr halt nicht beide Ränder sicher am Lenker habt. Also, oder aber ihr habt sie am Lenker und wenn ihr natürlich die Leine im Finger habt, ja, dann könnt ihr euch vorstellen, wenn es irgendeine Reaktion vom Hund gibt, dann zieht ihr euch den Lenker weg. Ja, aber ich will euch damit zeigen, dass das auch geht. Und damit wären wir genauso schnell, wie wir sonst auch mit der Antenne sind. Aber heute, deswegen die Erklärung auch, die Einleitung, heute machen wir aus dem Grund ein bisschen langsam, da ich sowohl ihn als auch mich schonen möchte. Auf dahin, vielleicht kriegen wir trotzdem ein paar Meter Aufnahme zusammen. Ja. Und dann natürlich, das ist ja nicht ganz unwichtig, ja. Ich fahre nicht nur was abholen, sondern ich habe hier 4 Pakete hinten drin im Rucksack. Also eins klebt hinten dran, seht ihr schon. Und dann habe ich natürlich meinen Schuhwachs, da bin ich immer dran. Jeder, der das weiß, ist eigentlich, dass ich das in der Regel so gut wie gleich versende. Ja. Zu 95% kriege ich das hin. Und die letzte Bestellung, die kam gerade erst so 20 Minuten rein und es geht schon raus. Da bin ich schneller als die Post. Ja, zumindest ist es nachhaltiger. So, Eli, geht's weiter?
Heute ist ja Rentnerpapa unterwegs. Hey, komm mal her, ihr Lieschen. Hier an Strippi. Wir können jetzt natürlich auch so laufen lassen, ja. Aber genau, ich möchte ihn in der Geschwindigkeit ausbremsen. Das ist der Punkt. Komm her, Eli. Vielleicht seht ihr das? Ja, er humpelt ein bisschen. Komm mal her, Eli. Und wer sich da fragt, warum ich mit so einer hohen Pedalfrequenz fahre, genau aus jenem Grund, ich möchte nicht schneller werden. Ja? Wenn ich nämlich zu viel treten muss, weiß ich schon, dass wir zu schnell sind. Der Gang bleibt also unten heute. Ja, Ila, hast du gehört, der Gang bleibt unten. Und ich, ich komme auch nicht weit. Schön langsam, Ila. Nein, langsam. Ila, hallo. Ja, Ila. Langsam. Hierher. Komm mal hierher. Du gestörte Rakete. Langsam. Schön langsam. So ist es halt. Langsam. Nehmt eine Leine, die so kurz ist wie nur möglich. Ja? Zum Beispiel,
wenn ich die jetzt auf die Hälfte verlängere, ist keine Gefahr, dass sie euch in die Speichen oder ihm hinter die Hinterläufe sich verheddert. Ja? Zum Beispiel. Ich habe natürlich so eine Leine, aber da das eine selbstgemachte ist, das heißt, eins meiner eigenen Produkte wollte ich es einfach durch in die Kamera halten. Ja, lieber hier mal noch die Massenware, Zubehörlein. Ein paar andere Radfahrer vorbei, damit ihr sich nicht gehetzt fühlt. Oh, und der Schwank ist sowieso rot, das passt. Wie sieht's aus, Ilinchen? Mit den Fußis? Komm mal her. Nee, komm mal hierher, Ila. Komm mal her. Wie sind hier mit den Fußis? So ist gut? Alles okay? Sieht gut aus, Ila, ja? Fit, ja? Müssen wir aufpassen, dass wir nicht schneller werden, weil hier jetzt berg runter. Da ist Ila eigentlich gewohnt. Banane zu machen. Ja, und das wollen wir jetzt natürlich nicht. Und ihr seht auch, warum ich so eine Bremse bei mir am Fahrrad habe. Ja, es passt alles. Yeah.
bezahlst. Du bezahlst. Nee, du bezahlst. Nein, du. Aber das Fahrrad wird bestimmt nicht geklaut. Na, Zwingi? Hast du schön aufgepasst auf den Hobel hier, ja? Seht ihr, wenn man einen Hund hat, braucht man kein Schloss. So, wir haben auch unsere Supersendung abgeholt hier, ja, akkurat. Und meine Wachspakete habe ich alle loswerden können, schönes Ding. Und jetzt ist leider noch das Dramatische, dass das andere Paket, was ich abholen muss, das liegt auch schon seit 2 Tagen in der Packstation, wo wir im Regen gewesen sind. Ja, aber das ist jetzt von hier auch noch mal ein paar Meter. Ich überlege jetzt, wie wir es am dümmsten gerade machen, wenn wir da jetzt hochfahren. Weil das ist jetzt total beschissen. Wir sind nämlich genau in der Mitte. Das heißt in der Stadtmitte sozusagen. Und da, wo ich einkaufen würde, ist in der einen Richtung und die Packstation ist in der anderen Richtung. Ja. Fahre ich jetzt erst zur Packstation, gehe ich das Risiko ein, dass ich nicht mehr das kriege, was ich noch haben möchte, wenn es überhaupt noch da ist zum Einkaufen, weil die kaufen ja hier jedes Mal, als wenn Weltuntergang wäre. Ja. Und fahre ich dann aber erst zum Einkaufen, ist der Rückweg zur Packstation beschissener. Wir machen jetzt mal Risiko und fahren erst zur Packstation. Ja? Das ist denn leider so. Ja. Gut. Jetzt aus dem Hintergrund, dass Lila sich denn danach ein bisschen länger für die Rückfahrt ausruhen kann. Schönes Ding. Auf der linken Seite, hier. Seht ihr das? Das ist auch noch, ne? Da hat sich auch noch jemand wirklich Mühe gegeben mit der Randbemalung der schönen Fensterrahmen. Die übrigens auch aus Holz sind. Auch schick. Könnte mal restauriert werden. Schick aus, ja? Schlüpfer rosa und himmelblau. Rechts wohnen nur Mädels und links nur Jungs. Vermuten wir mal.
könnte man mal an der Kirche vorbeikommen. Gleich, was er davon hält, von den Menschen, die seine Hundesteuer jedes Jahr nehmen, aber leider nichts für Hunde machen. Kennen wir, ne? Schön sehen. Zeigen wir den Zuschauerinnen und Zuschauern. Oh, wir haben ein Orgelkonzert. Hört ihr das? Psst. Hörst du es, Eli? Guck mal. Ich hoffe, die Perspektive passt halbwegs. Alles gut. So. Sieht man auch nicht jeden Tag, nur dass sie an einem Fahrrad rumfugelt. Schönes Ding, Eli, ne? Und hier rechts, guckt euch mal diese wunderschöne Idee, Eli, komm mal her hier. Diese schöne Mauer an. Das ist das Pfarreramt, gehört auch noch zur Kirche dazu. Ja? Die Mauer sieht noch ein bisschen, sieht in jedem Fall schon ein bisschen älter aus hier. Ja? Laufen ist auch mal toll. Das hatte ich eigentlich überhaupt überlegt, dass wir heute laufen. War meine Grundidee, aber da wären wir dann leider aus der Sonne rausgekommen. Das heißt, wir wären angekommen und es wäre wahrscheinlich schlecht Wetter gekommen. Das ist der Punkt. Deswegen habe ich mich bis hart entschieden, dass wir noch ein bisschen was von dem Wetter haben, auf der Rückfahrt vor allen Dingen. Nehmen wir nochmal die Halteile, wir müssen nochmal die Kirche zeigen. Das ist die evangelische, wo wir letztens vorbeigefahren sind. Ja, 1700, sagt, ich glaube, Spätroman. Ja, danke. Ich mache nur eine Führung. Alles gut. Ich glaube, diese Kirchenführung war diesmal ein bisschen entspannter als die letzte. Ja? Vielleicht gehen wir eines Tages mal rein. Wir gucken uns das auch mal richtig an. Dann sehen wir jetzt auch nochmal den Turm aus der anderen Richtung. Alles gut. Halten wir euch nochmal an für die Stadtbibliothek. Ja? Da habe ich auch letztes Mal einen sarkastischen Spruch gelassen. Diesmal sage ich gar nichts. Selbst ein Bild machen. Halt, Eli. Auch ein schönes Fachwerkhaus, finde ich. Ja? Ein bisschen krumm und schief, aber hält noch. Der einzige Nachteil ist, es ist wirklich nicht viel drin. Kommt natürlich darauf an, was man liest. Ne? Nochmal für den Turm hier. Ja. Müssen wir auch den nochmal zeigen?
was wir jetzt letztes Mal so vorbeigerauscht sind, das seht ihr jetzt nochmal in Komplettaufnahme, hoffe ich zumindest. Müsste so erkennbar sein. Ja? Da steht sogar was dran. Wollen wir uns das mal durchlesen? Die Zeit nehmen wir uns jetzt ruhig. Ne? Berliner ja, schönes Ding. Kriegen Sie nicht mit? Jetzt ist hier nämlich eine Einbahnstraße, weil Baustelle ist. Ja? Deswegen kann ich mich jetzt hier auf die Straße stellen, weil da vorne ist eigentlich zu. Nur halten sich da nicht alle dran. Gut, Berliner Torturm steht dran. Anfang des 14. Jahrhunderts wurde dieser Turm erbaut. Besteht aus 3 Geschossen. Hat eine Gesamthöhe von 23 Metern. Ein Umfang von 28 Metern sowie eine Wandstärke von 2,30 Meter. Ja, und im unteren Teil des Turms befindet sich ein Verlies, so wie sich das auch gehört. Nach Vollendung umfangreicher Rekonstruktionsarbeiten im Inneren und am Äußeren des Turms ist es heute möglich, alle Räume und die Aussichtsplattform gefahrlos zu erreichen. Seit Mai 2001 sind Eheschließungen im Turm möglich. Hatte ich letztens darauf hingewiesen, auf die schöne, auf das Stadtverwaltungsamt, wo wir eben drauf gewesen sind, wo man sich im Regen da vorstellen kann, weil das sehe ich nämlich öfter. Ich habe hier noch nie jemanden zur Trauung gesehen, aber wer Ambitionen hat, ja, schönes Ding. Gucken wir uns hier mal von der Seite an. Jo. So groß ist er nicht, ne? Aber dick haben wir gelernt, ist er in dem Fall. Und ja, Führung wahrscheinlich mit Aufsicht, ja, würde ich sagen. Gut, Ila, geht's weiter? Nicht an den Turm pinkeln. Gar nicht, was sie damit anrichtet, mit ihrer Dummheit. Oder aber, Variante Nummer 2, die weiß es sehr wohl und macht es ganz bewusst. Das überlasse ich hier der Fantasie aller Zuschauer. Ja? Und wenn wir es hier mit einem bösen Menschen zu tun haben, dann würde der logischerweise bei jedem immer nur Karten in den Briefkasten stecken und sich dann zu Hause die Hände reiben. Ja? Solange bis ihm mal jemand die Hand über den Kopf reibt, zum Beispiel. Gut. Was mit den Fußis, Eli? Komm mal her. Ist die Fußis gut, ja? Ist sie gut, ne? Ich? Na klar, Fußis sieht gut aus, ja? Wir haben 3 Parkstationen und das ist, wie gesagt, leider die am weitesten von hier entfernt ist, aber die am besten zu erreichen ist für jemanden, der gern mal als DHL-Paketfahrer länger Pause machen möchte, wo ihn niemand sieht. Zum Beispiel. Ja. Oh.
Auf geht's. Oh, na, das ging da mal fix. Ja, akkurat. Oh nein. Oh nein, das Paket ist zu groß. So ein Scheiß. Oh nee. Der Inhalt ist gar nicht so groß, muss man wissen. Ja, also es wurde jetzt hier sehr... Ich meine, es ist ja sicher verpackt. Eine schöne Sache auf der einen Seite. Ja. Oh nee. Aber jetzt kann ich natürlich nichts mehr einkaufen. Muss ich das wieder draußen dran bammeln? Und das geht natürlich nur, wenn der Rucksack leer ist. Verdammt. Naja. Gut, wollen wir nicht rumjammern. Wir haben immerhin das Paket erhalten. Ja? Und diesmal auf eine relativ unkomplizierte Art und Weise. Denn ganz, ganz selten, das habe ich beim letzten Mal nicht erwähnt. Deswegen, ich versuche es immer mal wieder, aber beim letzten Mal war ich nicht optimistisch genug. Ja? Ganz, ganz selten nimmt er die Karte. Aber wie gesagt, nicht immer. Und das nützt ja nichts, wenn du dich dann jedes Mal drauf verlässt. Ich rechne dann lieber schon mal mit dem Worst Case, also bin ich nicht so enttäuscht. Jo, passt leider nicht rein, das Paket. Das ist so ein Scheiß, Alter. Jetzt kann ich natürlich weniger einkaufen. Ja? Aber mal gut, da seht ihr, dass ich gerade noch Glück gehabt, ja, dass wir so gemacht haben, weil wenn ich jetzt nämlich erst einkaufen gefahren und da hätte ich das Paket nicht mehr in den Rucksack, hätte ich die ganze Zeit in der Hand halten müssen. Das ist eine Seite Eli, andererseits das Paket. Wunderbare Sache. Ja? So weiß ich zumindest, dass ich über die nächsten Tage etwas weniger essen muss. Auf dahin geht es nochmal schön durch die sonnige Innenstadt. Kommst du einmal rum, Eli? So ist es fein. Also, das ist natürlich auch mit einer der Gründe, warum meine Hinterbremse schneller verschleißt als die vordere. Zusätzlich zu dem Anbremsen, wenn ich jetzt natürlich mit Hund fahre, ohne. Joringleine, ne? Seniorenresidenz. Hier ist schön ruhig. In jedem Fall. Ja. Hier kann man fast alt werden. Die meisten sind es übrigens auch schon. Ja, du bist an der Kamera. So, das ist der kleine Hexenturm hier von Burg. Ja, finden wir vielleicht dazu auch noch etwas zum Lesen. Schauen wir mal. Kommen wir mit Ihnen. Die Erbauung des Turms erfolgte im 11. Jahrhundert. Nein, das ist so 200 Jahre älter als der letzte. Ne? Nach Wegfall der Bedeutung als Wachturm wurde er als Kriminalgefängnis für lüderliche Mägdens genutzt. Das ist für lüderliche Mägdens. Heute würde man sagen Schlampen wahrscheinlich. Das Wort darf man auf YouTube nicht sagen. Ich hatte mal eine Umschreibung von Prostituierten gemacht. Wenn wir uns jetzt ins 12. Jahrhundert, ins 11., Entschuldigung, zurückversetzen, könnte man das jetzt auch umsetzen mit dem Termini lüderliche Mädkins. Ja. Gut, die bekanntesten Insassen aus dieser Zeit waren die als Hexe bezichtigte schwarze Barbara. Da kenne ich allerdings auch eine, in jedem Fall. Na, ist jetzt kein Witz, wirklich. Ja, und die hat den Namen Hexe auch definitiv verdient. Welche am 16. Dezember 1600 auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde und die 1732 bis 33 als Kindesmörderin überführte Marie Huhn. Das ist die Sage von der Marientränke.
Von 1998 bis 1999 erfolgten umfangreiche Restaurationsarbeiten und seitdem ist er begehbar. Das haben wir bei dem anderen eben auch schon gelesen. Das heißt, wir hatten eben den Turm für eine normale Befestigungsanlage eines alten Stadtwalls. Und jetzt haben wir hier sozusagen, das war ja schon ein Verlies gewesen unten. Und jetzt haben wir hier sozusagen noch ein Verlies, allerdings das deutlich älter ist. Und sozusagen für die Schlampen von gestern, darf man das sagen, ja, benutzt wurde. Schauen wir uns das Tempelchen mal an. Jetzt ist wieder den englischen Namen, hier seht ihr das, ja? The Witch Tower. Ja, das ist, da gibt es noch ein Bild dazu. Hier gibt es noch ein Bild vom Witch Tower. Explore the Tower. Oh, hier seht ihr, wie die Hexen da, mein lieber Scholli. Naja gut, da ist aber ein bisschen Sage dabei. Leider allerdings kann ich euch da auch nicht wieder mit reinnehmen, denn ihr seht, wir kennen das schon aus Lappland im Herbst, ja? Fermé Closet. Jo. Schade eigentlich insoweit, ja? Schauen wir mal an, ob wir uns einen kleinen Ausguck über Bord nehmen können. Zu sehen, ne? Ich hebe euch mal ein bisschen an. Das mit meinem kaputten Rücken, Leute. So. Oh, nee, oh, mehr geht nicht. Oh, nee, heute ist kein Tag zum Fahrrad anheben. In jedem Fall nicht. Naja, kommen also ein paar Türme hier zusammen in der Innenstadt, ja? Wisst ihr was? Wir machen mal eine ganz unspektakuläre, ist mir ganz spontan. Wir machen jetzt die Turmrunde. Die zwei haben wir schon. Wir gucken uns den dritten auch noch an. Komm rum, Eli. Halt, das ist die. Nein, Eli, du hast die Kamera verdreht. Gleiche wie eben auch. Wenn man Sehenswürdigkeiten hat, macht es natürlich Sinn, die auch vor anderen zu verstecken. Ja? Zumindest bei uns ist das so. In 3 Tagen gibt es hier eine Osterveranstaltung. Dann darf man sich diesen Turm anschauen wahrscheinlich. Und in diesem ganzen Jahr, also wenn ich mir den Jahresüberblick angucke, dann sind hier ganze 5 Termine. 5 Termine sind ausgeschrieben. Ja, davon ist einer Weihnachten und einer Ostern. Akkurat. Gut. Einmal rum, vielleicht. Das könnte mit der Kamera eng werden. Das könnte mit der Kamera eng werden. Kommst du da durch, Eli? Jetzt haben wir uns fast verfahren in Burg, denn normalerweise komme ich von der anderen Seite. Das ist kein Problem. Ich würde sagen, wir gehen erstmal mal links, ja? Komm mit vielleicht. Oh, nee, warte mal, Eli. Das sieht sehr gemütlich aus. Hier, mach mal einen Knall. Oh, hier ist ein Schuh.
schöne enge Gasse. Na, das passt ja, Mensch. Wir sind an der historischen Gaberei, die ich beim letzten Mal noch erwähnt hatte, die wir nicht sehen. Nee, Ila, komm andersrum wieder. Hey, Ila, so rum da. Das passt ja wunderbar. Yeah. Hier ist eine ganze Menge Altstadt zu sehen, ja? Also wir haben jetzt so einen Bruchteil gesehen, es gibt hier viele enge kleine Gassen, die man so länger laufen kann, wenn man das möchte. Hier haben wir nochmal hier eine Panorama-Aussicht, ja, dass ihr nochmal seht. Das ist der Wasserturm. Und hier kann man sich auch ein bisschen hinsetzen. Das ist alles auch nur mit das Gelände von der Landesgartenschau gewesen, die ich letztes Mal so sarkastisch angesprochen hatte. Gut. Euch zu allem, was wir so sehen. Denkt mir eine Route aus? Das wäre doch mal was, oder? Wer daran interessiert ist, das kriegen wir hin. So, wir hätten jetzt eigentlich auch hinten angekommen, Eli, ne? Wenn da nicht dieser Graben wäre. Na gut. Dann müssen wir jetzt wieder durch die Innenstadt fahren, leider. Da hätten wir vorhin oben anders abbiegen müssen. Also da, wo ich sagte, wir fahren nach rechts, etwa links. Links gefahren, hätten wir rechts fahren können, dann hätten wir jetzt so ein bisschen mehr Innenstadt mitgenommen. Aber andererseits ist das dann was fürs nächste Mal. Glasfenster, dieses Kristallglas hinter die. Vielleicht ist das doch nur Fake-Aufkleber, man weiß es nicht. Eine eingestinkt mit Zigarettenqualm. Das ist aber pfui deil. Was für Assis. Oh, jetzt habe ich das zu laut gesagt. Das tut mir aber herzlich leid. Das sind genau die Richtigen. Die haben sie in der Karfalle schon benommen, wie wirklich die... Sagen wir es mal so. Ich weiß jetzt wieder, warum die Menschheit dem Untergang geweiht ist. Ja? Paradebeispiel. Und leider haben wir von diesen Paradebeispielen so viele, dass das Ganze da drin eine einzige Parade ist. Das klingt jetzt wieder arrogant, aber was soll ich sagen? Es ist echt schlimm. Echt schlimm. Hast du ein paar Träubchen haben vielleicht? Da saßen sie nicht in einem kleinen Schmackeltröpfchen.
Haben wir schon wieder die nachhaltig südafrikanischen Weintrauben gekauft. Ja, schönes Ding eigentlich, weil deutsche Äpfel gab es nicht mehr. Die sind offensichtlich schon ausgestorben oder verrottet, also zumindest bei uns. Es wird genau für die Menschen Ware angebracht, die... Tja, was soll ich sagen? Also schlimm, dass... Und sowas setzt denn Kinder in die Welt, ne? Das ist ja jetzt schon vorprogrammiert, wo die eines Tages mal enden brauche. Ich meine, da muss ich die Eltern angucken. Das ist ja ganz schlimm. Ja, die haben, muss man vorziehen, reinziehen. Die haben hier, während sie hier draußen standen, nachdem sie da drin schon Riesenterror gemacht haben, haben die hier draußen ihre eigenen Kinder zugequarzt. Also nicht nur meins, sondern auch ihre eigenen. Das musst du mal reinziehen. Das ist unfassbar, ne? Das ist echt... Und jetzt haben wir nicht das Problem, ich kriege mein Paket nicht in den Rucksack rein, logisch, war vorher schon, aber ich kann es noch nicht draußen dran, bin wahrscheinlich, weil denn meine Weintrauben zermatscht werden. Deswegen versuche ich gerade alle aufzuessen. Wie soll einer? Und wisst ihr, was ich drin gefunden habe für ein Schild? Am Brotregal, da wo die Pfannkuchen lagen. Stand ganz groß, erst bezahlen und dann essen. Und das gilt auch für Kinder. 4 Ausrufezeichen. Das sind sauer. Könnt ihr jetzt überlegen, kommt hier regelmäßig jemand rein, der seine Kinder sozusagen in der Kaufhalle verfüttert? Das ist natürlich auch eine Variante. Ja. Aber. Was soll ich dazu sagen? Ich meine, irgendwo mag das ja richtig sein, ja. Aber es ist dennoch abschreckend unfreundlich. Dahin, bevor wir jetzt alle aufessen. Ja. Gerade scheint die Sonne. Gucken wir, dass wir doch mal was haben auf dem Rückweg. Diesmal ist deutlich friedlicher hier oben auf der Brücke, nicht so windig. Und die ersten Paddler kommen auch raus ans Sonnenlicht. Das heißt, die Kajakfahrer, die haben hier so einen Wassersport-Ruderclub. Und ja, heute ist schön seichtes Wasser, ne? Perfekt für Anfänger zum Üben. Die Dinger sind ja sauschmal nur, ne? Da kippt man recht fix um. Ja, da sind wir. Gleiche Stelle, gleiche Welle, wie beim letzten Mal auch. Oh. Ich habe Ila jetzt die letzten Meter mal kurz ein bisschen schneller laufen lassen, aber auch nur, weil wir uns jetzt die ganze Zeit so geschont haben, damit er auch mal ganz kurzzeitig mental auf seine Kosten kommt, auch sie ihm wieder ein bisschen, ne? Und jetzt werden wir wieder Piano machen. Und Dennis Ziel in jedem Fall, die nächsten 2 bis 3 Tage kein Fahrrad zu fahren. Ne? Normalerweise ist es nicht schlimm, könnte ich jeden Tag machen. All Offroad. Die Problematik ist aber, wie gesagt, on-road. Das heißt, Eli in der Stadt auf Asphalt. Für alle Menschen, die gern barfuß laufen, und macht da mal euren Marathon über die Straße. Ja, wisst ihr, was mit euren Gelenken hinter los ist. Ja, und so ähnlich geht es dann den Hunden. Das ist keine gesunde Sache. Und ich habe auch nicht herausgefunden, dass man sich daran gewöhnen könnte. Ja, denn kaputt ist kaputt. Wir wissen nicht an sowas. Ne? Das macht keinen Sinn. Und deswegen... sonst machen wir es nicht so oft, wie gesagt, 2-mal die Woche, da kann ich mitgehen, das ist okay, aber wir waren jetzt fast jeden Tag unterwegs mit dem Rad
ja, über Asphalt. Gut, Ila, hast du jetzt also ein bisschen Pause verdient und den nächsten Tag machen wir zu Fuß. Ja? Das Paket übrigens, habt ihr vielleicht schon gesehen, habe ich hinten nur lose reingeklemmt. Das ist wirklich ganz, ganz locker drin, damit ich den Einkauf nicht zerdrücke. Und ich habe eher Bedenken, dass das nach links oder rechts rausfällt. Ja? Daher machen wir jetzt auch schön langsam, dass das bloß nicht passiert. Ja, und dann kann ich euch nur empfehlen, genießt den Frühling draußen. Ja, schönes Wetter, die Sonne scheint, auch wenn sie nicht scheint. Es grünt ja trotzdem, ja, wenn wir jetzt auch schlechteres Wetter haben. Und das sieht man hier schön, die Taubnesseln, die Hahnenfußgewächse und hier oben links die Forsythien, ja, das was gelb ist jetzt, passend zu den Osterfeiertagen. Vorne ein bisschen weiß. Frühling ist irgendwie so ein bisschen mit das Schönste, finde ich zumindest immer. Da sollte man mal das Winterspeck ablegen, denn im Sommer wird es wieder hässlich, in dem Sinne von, da wird die Landschaft wieder von zu vielen Menschen bevölkert. Und das ist dann auch wirklich schon die Zeit, wo ich zumindest hier in Deutschland ziemlich tief in die Trickkiste greifen muss. Das heißt, stark überlegen, wo ich denn Orte habe und vor allen Dingen verbunden mit den Aktivitäten, wo man denn auch ungestört Ruhe hat. Ja, ich habe es gerade eben wieder gesehen, die ersten Wohnwagen werden vollgepackt, sind schon unterwegs, losgefahren, logischerweise, ja, es ist feiertags. Und damit werden dann die letzten grünen Ecken irgendwo zugeparkt. Ja, das ist nun mal so, ja, wenn man in so einem bevölkerungsreichen Land wohnt. Aber nichtsdestotrotz, die eine oder andere Ecke findet er bestimmt irgendwo nochmal. Und dann wisst ihr ja, was ich davon halte. Ja, grundsätzlich viel Spaß draußen. So, Eli, wir wollen jetzt auch mal Spaß haben. Hier, komm mal her, Elina. Her, Eli. Komm her. Oh. Hey, hallo, hallo, Eli. Her, Eli. Hier einen schönen Fuß bleiben. Sonst machst du wieder Humpi. Halt, 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 halt. Schön langsam, Eli. Die letzten Meter werden wir jetzt nochmal ohne Leine. Ja. Oh! Habt ihr sofort noch Kamera drauf? Ja. Wunderbar, Paradebeispiel. Eli hat es gar nicht mitbekommen. Ja, zwei Rehe, die waren gute Geschosse. Hier oben laufen sie noch. Der Grund, warum ich sonst mit Leine fahre, also es gibt tatsächlich nur zwei Gründe. Nummer eins, ich möchte mich von Eli ziehen lassen. Ja, das heißt, wir haben beide unseren Spaß. Oder Nummer zwei, aus Rücksicht anderen Menschen gegenüber. Das ist eigentlich das größte Problem, dass sie damit nicht klarkommt, wenn der Hund nicht an der Leine ist. Die Distanz ist ja jetzt dieselbe, ne? Seht ihr, es ist die gleiche Entfernung, als wenn ich jetzt die Leine anhätte. Aber sie ist nicht da, sie ist nicht sichtbar. Für Ila ist sie imaginär da, die Bindung für mich, aber für die anderen Menschen nicht. Und die gehen jetzt natürlich davon aus, also ich keine Ahnung, wie man so denken kann, aber Ila interessiert sich einen feuchten Kehrig für irgendjemanden, der hier im Weg umherläuft. Interessiert ihn gar nicht. Aber die Menschen, die bilden sich ein, dass dem so wäre. Und dann, also ungefähr ein Drittel, niemals Daumen. Und dann sind die Probleme natürlich vorprogrammiert. Weil das gilt als freilaufender Hund. Selbst wenn er abrufbar ist und nichts macht, das heißt tatsächlich, wir hatten schon den Ärger mit der Polizei, dass das jetzt ein freilaufender Hund ist, der eine Gefahr für andere Menschen darstellt. Da habe ich argumentiert, dass die anderen Menschen eine deutlich höhere Gefahr für den Hund und für mich darstellen. Aber die Argumentation ist leider nicht durchgegangen. Ja, okay. Wollte ich nur mal kurz zeigen, ja, wenn man mit dem Rad, für alle, die es nicht wussten jetzt, oder also entweder keine Hundehalter sind oder vielleicht mit dem Thema Hund alleine am Fahrrad Hund anfangen möchten. Wenn das läuft, dann läuft das auch ohne Leine. Ja. Braucht ihr die nicht und dann läuft ihr auch vernünftig dabei. Ihr seht also, es geht alles, wenn man das möchte. In dem Fall, dass er mich zieht wie verrückt, als auch, dass er ganz entspannt hier nebenher läuft. Auf dahin, wir haben es bald geschafft. Ja, Ila hat es überlebt. Ich auch heute. Rechte Gedanken.
Durch das Rüsten auch, dann mal ohne Gepäck und in jedem Fall.